Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ich muss sagen, es läuft gar nicht mehr so schlecht. Dafür, dass ich nicht so viel zerschlage, ehrlich gesagt fast gar nichts. Finde ich aber doch ein bisschen was. Vor allem an Edelsteinen finde ich relativ viel. Was mich sehr freut. Ich würde mal sagen, ab jetzt kann ich auch mal ein bisschen mehr Sachen zerschlagen. Aber dennoch sollte ich mich erstmal darauf konzentrieren, auf die 20. Ebene runterzukommen. Da habe ich schon das gesehen. Hier, die Treppe und so. So, den nehme ich einfach mal mit. Hier lang. Schaffe ich es wieder? Dicke! Jawohl. Habe ich ja beim letzten Mal geschafft, dass ich es so schaffe, schräg über diese Teile zu laufen. Was mir allerdings nicht immer gelingt. So, endlich habe ich mal die Treppe gefunden. Das wurde Zeit. Chaosgas, das freut mich. Und ein Maulwurf und das mit Chaosgas. Ganz toll. Und ich brauche einen Drink. Ah, ich Intelligenzbestie habe sogar den Vitaldrink genommen. Hatte ich nicht mal vor. Tatsächlich, ich Intelligenzbestie habe den Vitaldrink genommen. Den habe ich total vergessen gehabt. So. Ist jetzt schwierig mit dem Chaosgas. Da sehe ich ihn und habe ihn. Meine Güte, wie viel Glück habe ich gerade mit dem Maulwürfen. Oh mein Gott. Jetzt auch noch ein Silbererz. Jetzt habe ich ja richtig Glück. Na, sowas aber auch. Das freut mich natürlich. Da haben wir noch ein Kupfererz, sehr schön. Schnelligkeitsgas. Dadurch wurde das andere Gas aufgehoben, finde ich gut. Und irgendwas muss ich jetzt weghauen. Denn Kupfer will ich schon ein bisschen was haben. Ich hau das Eisenerz weg. Alle drei. Denn ich habe genügend Eisen, glaube ich. Ich habe auch genügend Eisenerz vor allem. Also das muss wirklich reichen. Ich habe eh fast alles auf Eisen. Ich glaube, die Hacke ist eh das ein... Hacke und Sichel. Die beiden habe ich noch nicht auf Eisen. Und von dem ganzen Eisenerz, das ich habe, kommen definitiv mehr als 6 Eisen raus. Giftgas. Ist hier aber schön aufgeteilt, muss ich sagen. Mit den Kristallen und den Steinen. Immer schön in 2er Schritten. Ja, da konnte ich ausweichen, sehr schön. Ein paar kann man ausweichen, aber eben nicht allen. So, da. Und dann da. Jawohl, da haben wir schon die Treppe. So, jetzt kann ich mal ein bisschen Energie noch verschwenden. Oh, sehr schön. Sehr schön. Die Ebene passt mir sehr gut. Viele Pilze. Viele Steine. Ein unverwundbarer Charakter, der in Giftgas reinrennt und das ihn nicht trifft. Diese Ebene ist mir sehr sympathisch. So. Wunderbar.
Die Ebene ist gerade echt klasse. Ich verbrauche viel Energie. Und die Energie kann ich jetzt gleich wieder tanken, wenn ich in die heiße Quelle gehe. So, wunderbar. Das gibt jetzt richtig Kohle. Halt. Erstmal die heiße Quelle, bitte. Ja, wunderbar. So. Ja, hier gefällt es mir schon mal sehr, sehr gut. Ich renne mitten ins Giftgas rein. Das blaue Kleinod will ich eigentlich schon haben. Kleinod sage ich schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Edelstein jetzt. Steinsalz. Wobei, ich brauche Geld. Ja, dann lass ich's liegen, komm. Lass mal's halt liegen. Ich muss mir sowieso noch was einfallen lassen, wie ich die schwarze Perle mitnehmen will. Giftgas, wunderbar. Aber dafür habe ich Steinsalz. So. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt muss ich wirklich was weglegen. Ich lege die zwei grünen Edelsteine weg, weil von denen habe ich eh schon mehr als genug. Da habe ich ja schon 5 Trilliarden. Aber ein seltenes Erz, das lasse ich mir nicht entgehen. Das lasse ich mir definitiv nicht entgehen. Da haben wir wieder einen Pilz, wunderbar. So. Oh, okay. Wunderbar. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr so auf Kristalljagd zu gehen. Oh. Den habe ich jetzt zu spät bemerkt. Wieder ein Maulwurf. Vielleicht habe ich hier wieder Glück. Golderz. Dafür lege ich weg. Silbererz brauche ich noch viel. Die Perle. Zwei Pilze geben mehr als eine Perle, ja. So, Golderz. Habe ich nichts dagegen. Oh, nochmal Steinsalz. Sehr schön. Na, sag einmal. Wie viel Glück kann man denn haben? 3 Bravo-Drinks schon. Ist das geil. Das ist ja Weltklasse, ist das. So, ist hier noch was? Eisenerz brauche ich nicht. Meine Güte, mit dem Maulwurf, lief es ja richtig gut. So, den grünen Edelstein brauche ich nicht. Habe ich nämlich keinen Platz für, leider. Habe ich Platz für den Lilanen? Ja, für den Lilanen habe ich Platz, okay. Irgendwas wird jetzt gerade unten eingeblendet, aber ich hoffe mal, dass Fraps das nicht aufnimmt. Da sehe ich eine schwarze Perle. So, eine schwarze Perle gibt 150. Ich könnte ein Schiffsticket dafür wegtun, das würde aber keinen Sinn ergeben. Schließlich kostet ein Schiffsticket 400.
Ich würde mal sagen, ich lebe jetzt ohne schwarze Perle. Denn die drei Steinsalz, die ich habe, bringen mittlerweile mindestens so viel ein wie eine schwarze Perle. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich nochmal ein Steinsalz finde, als dass ich nochmal eine schwarze Perle finde. Ist schade, aber bleibt mir fast nichts anderes übrig. Wunderbar, da haben wir wieder ein Kupfererz. Was ist denn das? Ach, Chaosgas war das, scheiße. Ist hier vielleicht... Ah, da ist die Treppe, wunderbar. Schnelligkeitsgas! Warum ich da jetzt gerade den Sound bekommen habe von irgendwas... Giftgas. Egal. So. Ah, wunderbar, hier ist gleich die Treppe. Ich schaue mich nur mal kurz ein bisschen um. Brot kann ich nicht mitnehmen, nein. Giftgas, wunderbar. Dann gehen wir mal eine Ebene weiter nach unten. Oha! Hier ist ein richtiges Kristallparadies. Was mich jetzt allerdings gerade weniger interessiert, da ich es ja eh nicht mitnehmen kann, das ganze Zeug. Leider. Steinsalz! Na, sag ich's nicht, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, ich muss jetzt mehrere Steinsalz finden, damit ich eine zweite schwarze Perle wieder rechtfertige und wunderbar. Eine Pilzebene. Und ein Maulwurf. Sehr gut. Ah, das ist eine Perle, okay. Das ist richtig schön viel Geld. So, wo ist der Maulwurf? Na? Wo bist du? Na, komm raus. Da bist du. Und ein Pilz, Gott sei Dank. Ich habe schon gemeint, das ist eine Perle. Ich wollte schon sagen, es gibt irgendwie keinen Weg nach unten. Da ist er. So, oh, da sehe ich schon den Weg nach unten. Wunderbar. Das war, glaube ich, Heilgas. Oder irgendwas anderes Gutes. Oh! Oh! Uiuiui. Sehr schön. Ein Golderz und ein Silbererz. Sehr schön. Giftgas. Ach, wie wir alle das Giftgas lieben! Boah! Oh Gott, leck mich doch am Arsch. Oh, Jesus, na. Ich esse einen herkömmlichen Pilz, damit ich ein bisschen Energie habe. Und dann verpisse ich mich. Oh, mein Gott, war das knapp. Boah, war das knapp. Einen Bravo-Trink jetzt zu nehmen, würde wenig Sinn ergeben, weil ich ja nicht so viel mitnehmen kann. Dann müsste ich wieder so viel liegen lassen und
ist dann wieder irgendwie ein Roulette-Spiel und naja, mache ich nicht so. Hui, aber das mit dem Giftgas, das war jetzt echt eine ganz, ganz knappe Kiste. Und da hinten ist Kappa, wer ihn gesehen hat. Mann, 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 Mann. Aber an diesem Tag dürften wir wieder ein bisschen Geld verdient haben. Wenig wird es auf jeden Fall nicht sein. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, legen wir unser ganzes Zeug mal ab, verkaufen es und dann geht es ab in die Haie. ...21 Giftpilze, ja, leckt mich doch am Arsch. Sehr schön. Da haben wir ein bisschen was zum Verkaufen. Und den Rest können wir ablegen. So. Dann, was brauche ich wieder? Wieso finde ich jetzt hier gerade nichts, was ich wieder brauche? Ah doch, die Kartoffeln brauche ich. Kannst du rüber? Und da ist das Kraut. So, dann kannst du hier rüber. Für dich habe ich sogar schon was, okay, gut. Da haben wir... Oh, 33 schon. Dich habe ich erst geholt. Gut, dann passt es so. Dann würde ich jetzt mal sagen, es ist Schlafenszeit. Und wieder 3610. Hey, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ein bewölkter Tag, aber ich speichere. Denn bei mir bahnt sich ganz leicht der Hunger an. Extrem sogar. Ganz leicht extrem, ja. So, ja, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir da mal weiter. Wir haben noch sehr, sehr viel aufzuholen. Na, sag mal, was ist denn jetzt kaputt? Wir haben noch sehr, sehr viel aufzuholen. Wir müssen noch sehr, sehr viel erreichen. Aber wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann mal weiter, machen noch mehr Geld und dürfen viel, viel wieder aussehen und vieles wieder reparieren, was der Sturm zerstört hatte. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!